wir installieren hier gemeinsam mit Lützerath lebt und alle Dörfer bleiben zwei Solaranlagen. Und zwar aus Solidarität für den Ort Lützerath. RWE hat den Menschen hier den Strom abgestellt und wir zeigen, dass wir mit Sonnenenergie den Ort auch autark versorgen können. Ich bin hier in Lützerath, weil das hier ein belebtes, schönes Dorf ist, das nicht der Kohle weichen darf. Wir sind hier auf der 1,5-Grad-Grenze in Deutschland. Wenn wir die Kohle unter Lützerath abbaggern, können wir nicht das Pariser Klimaabkommen einhalten. Wir leben hier in Lützerath, um zu verhindern, dass RWE noch jahrelang dreckige Braunkohle abbaggern und verfeuern kann. Gleichzeitig arbeiten wir daran, ein alternatives Zusammenleben aufzubauen. Und dazu gehört für uns auch saubere Stromproduktion aus unserer eigenen Hand. Wenn man hier nach Lützerath kommt, sieht man, wie die Bagger sich immer weiter in die Landschaft fressen. Und es ist echt furchtbar zu sehen, wie dieses Loch sich einfach immer weiter ausdehnt. Wir sind überzeugt, mit ganz vielen Menschen werden wir dafür sorgen, dass Lützerath unräumbar ist und damit bleiben wird. Und wir in Zukunft hier Lützerath als Solardorf weiter erhalten können.